Hallo Freunde, wir sind wieder in der gewohnten Umgebung und zwar sind wir wieder in der Halle, einfach nur weil es draußen kalt ist. Heute möchte ich einfach warm arbeiten. Was haben wir vor? Ich möchte die Dieselzuführung für meine Standheizung direkt aus dem Tank nehmen. Warum möchte ich das machen? Momentan bin ich an dem Rücklauf dran und an sich hat das zwei Gründe. Und zwar, der erste Grund ist, mir ist jetzt in dieser Woche gerade die Standheizung ausgefallen, weil sie wohl ein bisschen Luft gezogen hat. Da habe ich auch noch einen kleinen Tipp von Mattes bekommen, dass vorne am T-Stück, direkt da, wo man abzweigt, eben Luft da reingekommen ist. Das hat er bei sich auch alles nochmal ein bisschen erneuert, die Schläuche und das T-Stück. Aber ich möchte jetzt davon ganz weg. Der zweite Grund ist nämlich, man weiß nicht, wie weit der Rücklauf in den Tank reicht. Das heißt, ich fahre super ungern den Tank so sehr leer, beziehungsweise nicht mal bis auf Reserve. Und das Ganze stört mich ein bisschen. Darum bringen wir die Zuleitung jetzt direkt in den Tank mit diesem Tankentnehmer, der auch bei der Planar 2D dabei war. Als nächstes machen wir noch die hinteren Stoßdämpfer. Die habe ich letztes Mal einfach nicht geschafft. Ihr wisst ja, wie fertig ich war nach der ganzen Aktion. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne nochmal hier oben an. Und zu guter Letzt habe ich noch eine neue Starterbatterie. Warum? Nach 2 Tagen ungefähr, wenn ich nicht gefahren bin, hat meine Batterie noch 11,9 Volt. Das Auto springt an, aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie sich das Ganze anhört. Deswegen auch eine neue Starterbatterie. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein kleines Überraschungspaket. Das werdet ihr einfach im Laufe des Videos sehen, worum es sich handelt. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. And I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line. So, die Beifahrersitzbank ist raus. Warum habe ich das so gemacht? Weil ich auf dem Wege schon mal den Tankgeber ausgebaut habe. Könnt ihr hier oben auch mal anschauen. Und ansonsten machen wir hier jetzt weiter. Look away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment. And shatter your insides. If you feel my mind. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line. Ja Leute, das klingt doch vielversprechend. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Die Pumpe läuft, die Heizung läuft auch, macht schön warm. Ich habe noch einen kleinen Dieselfilter dazwischen gemacht, den hatte ich schon mal drin. Dann zwischenzeitlich hatte ich ihn wieder raus, wegen dieser Geschichte, dass die Standheizung nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich ihn wieder eingesetzt, weil es natürlich die Pumpe sichert. Jetzt alles nur noch rückwärts zusammenbauen und dann geht's an die Stoßdämpfer. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze mal in langsam und ich zeige euch mal genau, was ihr machen müsst. Als erstes die Radmuttern lösen. Dann bockt ihr euren Bulli auf. Dann könnt ihr das Rad komplett lösen. Dann nehmt ihr euch einen zweiten Wagenheber und spannt das Ganze ein wenig. Dann löst ihr die obere Schraube an dem Dämpfer. Super! Die Schraube ist rund. Dann kann ich euch wohl doch nicht weiter zeigen, wie es geht. Fuck! Ah, Mann! Na, wenn wir Glück haben, dann geht es jetzt mit einer kleineren Nuss. Ja, das sind die Schwierigkeiten beim Schrauben. Jetzt geht die Schraube hier natürlich nicht los. Fuck! Yes! Ah. Ja, zum Glück habe ich hier in der Halle einen Schlagschrauber, sonst wäre die Schraube jetzt niemals ab gewesen. Jetzt löst ihr die Schraube unten am Stoßdämpfer. Um jetzt den alten Stoßdämpfer rauszubekommen und den neuen auch wieder rein, könnt ihr den Wagenheber, der auf Spannung ist, ein wenig ablassen, sodass ihr mehr Platz habt und könnt das Ganze entnehmen. Dann auf jeden Fall dran denken, den Gummipuffer hier mit drunter zu machen. Und wenn ihr den Stoßdämpfer oben befestigt habt, dann könnt ihr mit dem Wagenheber wieder ein bisschen Druck drauf geben, damit ihr die untere Schraube besser festgeschraubt kriegt.
Wenn ihr so viel rumgefrickelt habt an der Schraube wie ich, dann nehmt ihr natürlich eine neue Schraube. Ich habe jetzt gerade keine da und komme hier jetzt auch sonst nicht weg. Das heißt, die bleibt jetzt erstmal drin. Die Schraube wird mit 100 Newtonmeter festgezogen und die untere vom Stoßdämpfer mit 45 Newtonmeter. Ja, zu guter Letzt den Reifen drauf und dann sind wir auch schon durch. Als nächstes widmen wir uns der Startbatterie. Hier handelt es sich um eine 75 Amperestunden, 760 Ampere, 12 Volt Batterie, ganz normale Bleisäure Batterie. Schauen wir mal, was sie drauf hat. Jetzt kommen wir zum ominösen Paket. Und zwar ist es echt nur eine Kleinigkeit, aber ich feiere das ziemlich. Und weil ich auch schon oft darauf angesprochen wurde, möchte ich das jetzt auch nochmal ganz kurz hier zeigen. Und zwar ist das diese 4-Kanal-Funkschaltung. Bei dem Modell habt ihr jetzt 4 Kanäle, die ihr per Funk halt steuern könnt. Warum verbaue ich das jetzt hier bei mir? Ich habe das ja schon bei mir drin. Ich habe meins geschrottet, hat einen Kurzschluss abgekriegt. Passiert mal. Ja, deswegen tauschen wir das hier mal aus. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung. Super, super praktisch. Ich kann es euch gleich auch nochmal zeigen, was ich genau damit meine. Was ist jetzt so besonders an dem kleinen Kästchen? Ihr habt 2 Fernbedienungen mit dabei. Die könnt ihr euch halt irgendwo hinhängen im Bus und könnt auch von irgendwo dann eure Verbraucher schalten. Das heißt zum Beispiel Licht oder was auch immer ihr schalten wollt. Radio mache ich zum Beispiel darüber noch. Das heißt, ihr habt hier die 4 Knöpfe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir auf die 2 drücke, dann gehen hier oben die Leisten an, könnt ihr ja auch ganz gut erkennen. Wenn ich die 3 drücke, dann geht das Licht in der Küche an und auf der 1 geht dann dementsprechend das Radio an. Und ich finde es einfach so genial, dass man halt sich nicht festlegen muss, wo baue ich meine Schalter hin oder wo baue ich mein Schalttableau hin, sondern man hat eben die Fernbedienung, die man sich überall hinhängen kann, die man theoretisch auch mitnehmen kann. Ihr könnt sie euch an Schlüsselbund hängen, könnt von draußen sogar das Licht anmachen. Also ich finde es super, super praktisch und deshalb wollte ich euch das hier nochmal so genau vorstellen. Ja, das war's für heute auch schon. Bis auf das eine kleine Problem mit der Schraube hatten wir ja heute überhaupt gar keine Probleme. Das war echt entspannt. Ich hoffe, ihr konntet von dem Video ein bisschen was mitnehmen, was die Standheizung angeht, also die Zuführung des Diesels. Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das werde ich in den Vlogs machen, die ich mache. Schaut da auf jeden Fall vorbei, falls euch das Thema weiter interessiert. Und falls ihr sonst irgendwas von dem braucht, was ihr hier gesehen habt, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links, damit unterstützt ihr mich auch ein wenig. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!